In diesem Video kommen wir nun zu einem praktischen Beispiel, wie du ein digitales Notizbuch vollumfänglich erstellen kannst in OneNote. Und das einfach mal am Beispiel. Wie gesagt, stell dir einfach mal vor, du studierst, bist Student und all deine Notizen sind bisher hier festgehalten in so einem Ordner. Ja? Und neben diesem Ordner möchten wir das Ganze jetzt halt auch digital festhalten. Und das können wir jetzt hier ideal umsetzen und zwar mit Microsoft OneNote. Deswegen schauen wir direkt mal rein. Zunächst brauchen wir natürlich erstmal ein neues Notizbuch und gehen jetzt hier einfach mal hier links auf Notizbuch, wo wir dann sagen können, wir möchten ein neues Notizbuch hinzufügen. Du siehst auch schon, ich habe einige Notizbücher schon mal angelegt, die werden wir uns auch alle später anschauen, also hier insbesondere für die einzelnen Registerkarten. Jetzt werden wir hier nochmal gefragt bei neues Notizbuch, wie wir das denn eben nennen möchten. Ich nenne das jetzt einfach mal Studium, also hier mit dem Beispiel, wir sind Student an einer Hochschule oder Universität, gehen jetzt hier auf neues Notizbuch erstellen und möchten hier halt unsere Notizen in den einzelnen Fächer festhalten. Das Ganze beginnt ja so, dass wir hier wie so einen Ordner haben und darunter befinden sich dann einzelne Abschnitte, also wie den Ordner, den ich gerade in der Hand hatte, mit einzelnen Abschnitten. Und dann ist es so, dass ich dann pro Abschnitt beispielsweise ein Fach wählen kann. Mit dem Rechtsklick kann ich dann halt sagen, umbenennen und sage jetzt hier, das erste Fach wäre jetzt mal exemplarisch Statistik. Ja? Und darin befinden sich dann wiederum einzelne Seiten und das kann jetzt hier Vorlesung 1 sein. Ja? Das wäre dann exemplarisch dann hier, sagen wir einfach mal am 1.4.2022 gewesen und je Vorlesungsstunde möchten wir dann halt einfach hier unsere Notizen festhalten. Ja, und so kann ich dann relativ easy sagen, okay, das ist die erste Vorlesung. Dann haben wir hier mal eine zweite Vorlesung, indem ich dann halt hier einfach auf das Plus klicke und sage dann halt hier, okay, da habe ich dann die zweite Vorlesung. Hier kann ich dann einfach sagen, Seite ohne Titel, gebe ich jetzt einen Titel und zwar Vorlesung 2 und die dann halt in der Folgewoche, sagen wir einfach mal hier am 8.4.2022. Und so kann man dann relativ schön zwischen den einzelnen Seiten wechseln, wie in einem Notizbuch. Und so könnte ich dann halt hier Dinge auch festhalten, Aufgabenkategorien, könnte ich jetzt hier sagen, Übungsaufgaben, Nacharbeiten. Dann könnte ich irgendwo anders hier eine Zeichnung beispielsweise hinzufügen, zeichnen, wähle sie einfach mal einen Stift aus und zwar hier in schwarz mit diesem Textmarker. Könnte ich jetzt hier noch ein paar Zeichnungen von der Vorlesung halt nachbauen oder könnte jetzt hier sowas wie eine Normalverteilung beispielsweise mal nachzeichnen. Und so halt auch die Übungsaufgaben nacharbeiten und hier dann auch wichtige Notizen dann beispielsweise halt festhalten, ja. Und so können wir nicht nur Zeichnungen durchführen, sondern wir können auch Berechnungen und Formeln abbilden. Also hier gibt es dann bei Einfügen auch Formeln. So könnte ich dann auch sagen, ich möchte eine wichtige Formel wie eine quadratische Gleichung hier irgendwo noch positionieren für meine Notizen oder halt auch irgendwo Textcontainer immer wieder einfügen. Und können dann hier sagen, Mittelwert, Kennzahlen, Doppelpunkt und kann jetzt hier ein arithmetisches Mittel festhalten, Mittel und auch ein Median oder ein Modalwert. So kann ich dann halt wirklich die Notizen, wie ich sie halt machen möchte, entsprechend festhalten. Das dann eben für die einzelnen Vorlesungen und so kann ich das Ganze schön physisch trennen. Dann habe ich natürlich noch andere Fächer. Das kann ich dann hier über Abschnitt organisieren und kann jetzt hier sagen, ich hätte das zweite Fach exemplarisch mal Mathematik und hier noch das dritte Fach und zwar sagen wir jetzt einfach mal sowas wie Kosten- und Leistungsrechnung. Dann haben wir noch ein Fach und zwar Informatik A oder sowas und zusätzlich noch Volkswirtschaftslehre. Und somit habe ich jetzt hier schon mal die einzelnen Fächer organisiert. Was man auch machen kann, ist mit dem Rechtsklick sagen, wir möchten eine neue Abschnittsgruppe anlegen. Stell dir einfach vor, du hast jetzt hier alle Fächer erfolgreich bearbeitet und kommst dann natürlich ins nächste Semester. Dann ist es ja so, dass wir hier in diesem Buch dann mit mehreren Abschnittsgruppen arbeiten können. Wir können natürlich sagen, wir nehmen einfach ein neues Notizbuch für das zweite Semester oder wir können hier auf zurückgehen und sagen einfach all diese Fächer, die schieben wir jetzt hier einfach mal rein und zwar in diese Abschnittsgruppe und zwar in die Abschnittsgruppe erstes Semester, einfach per Drag and Drop. Sagen wir mal, Statistik haben wir nicht bestanden, die Prüfung. Und dann hätten wir halt hier unser zweites Semester, wo wir dann die neuen Vorlesungen haben, können wir dann sagen Controlling oder auch Algebra oder exemplarisch dann auch Buchführung.
Das sind dann alles die Fächer vom nächsten Semester. Und auch das können wir natürlich jetzt wieder zuordnen zu einer neuen Abschnittsgruppe. Und da sagen wir jetzt einfach mal zweites Semester. Und auch hier per Drag and Drop kann ich dann diese Fächer, also diese Abschnitte dann entsprechend hier reinziehen. Und das Komfortable ist halt einfach, ich gehe dann in eine Abschnittsgruppe, da befinden sich dann wiederum die einzelnen Abschnitte und hier dann die einzelnen Seiten. Und hier habe ich dann rechts dann meine Seiten und Unterseiten. Jetzt gehen wir nochmal zurück in diesen Abschnitt, da sehen wir dann die Vorlesungen. Und hier könnte ich dann nochmal eine Seite hinzufügen, wenn die Vorlesung 2 sehr umfangreich war. Können wir auch sagen, Vorlesung 2 Part 1. Und das wäre dann hier eine Seite und dann sagen wir hier nochmal Vorlesung 2 Part 2. Und dann können wir hier sagen, das wäre wiederum eine Unterseite. Und das auch, und zwar jeweils Unterseiten von der Vorlesung 2. Und danach kommt natürlich dann wieder die Vorlesung 3. Ja, und so haben wir das Ganze sehr schön strukturiert. Das ist natürlich jetzt hier keine Unterseite, deswegen Rechtsklick, Unterseite höher stufen, und so haben wir das Ganze wirklich sehr, sehr schön auch strukturiert. Und darin können wir wirklich sehr, sehr viele Dinge machen. Wir können halt Notizen festhalten, irgendwelche Notizcontainer hinzufügen, aber auch Aufgaben. Wir können das Ganze priorisieren, mit diesen Werkzeugen arbeiten, Outlook-Aufgaben oder können halt verschiedene Elemente einfügen. Wenn wir auch im PC arbeiten in der Vorlesung, können wir auch hier Kalkulationstabellen, also Excel-Tabellen per Drag and Drop einbetten oder auch selbst Tabellen hier integrieren mit der Schnittstelle zu Excel oder auch Zeichnungen per Visio. Wir können auch selbst Zeichnungen halt hier vornehmen, was wir sehen. Und all diese Möglichkeiten, die es halt grundlegend gibt in OneNote, schauen wir uns in den nächsten Lektionen genauer an.